Könnte das das neue Traum-Doppel zumindest beim TV Hildburstein werden? Dazu für diejenigen, die den schönen Ort in Frankenland nicht kennen. Tischtennisspieler kennen ihn, denke ich, auf jeden Fall. Hildburstein spielt, seit ich dort filme, das sind Minimum 15 Jahre, in der zweiten Tischtennis-Bundesliga. Zwischendurch mal kurz abgestiegen, als es eine neue Ligeneinteilung gab, aber auch schnell wieder aufgestiegen. Und das Schöne ist, entstanden ist das Team vor sehr vielen Jahren mit dem vielleicht größten Talent, obwohl es unendlich viele mittlerweile gibt, das Hildburstein. Felix Binthammer, der war deutscher Schülermeister. Ich erzähle immer gerne, dass er trotzdem gegen meine Tochter im Mixed verloren hat. Angela Seifert mit Michael Ziegler. Und der alte Mann war auch damals natürlich immer mit der Kamera dabei. Also alles, was ich erzähle, kann man schon belegen, auch wenn das manchmal oder sehr oft recht ungewöhnlich klingt. Also um diesen Felix Binthammer hat der rührige Manager Bernd Behringer, der auch im Großversandhaus Quelle einen hohen Managerposten hatte. Soweit ich weiß, war er verantwortlich für den Versandkatalog. Das ist quasi damals das gewesen, was heute die Internetseite ist, die Homepage. Und er hat es mit sehr viel Weitblick, mit einer tollen Vision und mit fachmännischem Können durchgezogen, um diesen Felix Binthammer eine Mannschaft großzuziehen quasi, die eben bis in die zweite Liga gekommen ist. Und da die Hildburgsteiner unter anderem mit Trainer Uli Eckert und sicherlich auch noch einigen anderen seit vielen Jahren Top-Nachwuchsarbeit machen, quasi das Tischtenniszentrum des Bayerischen Tischtennisverbandes in München, immer wieder bestücken mit neuen Talenten. Weidemann ist da momentan als nächster Topspieler, Top-Talent im Gespräch. Und sie spielen da natürlich und trainieren da natürlich auch mittlerweile. Hannes Hörmann links. War Deutschlands Nummer 1 in Corona-Zeiten. Er ist sein Nachfolger im Jugendbereich. Davon spreche ich gerade. Matze Danzer. Und jetzt wird es Zeit, dass die beiden sich auch im Doppel etwas anfreunden. Damit man dieses Konzept Behringer fortführen kann. Das Konzept ist eine wunderbare Mischung aus Eigengewächsen, jungen Talenten und dann ohne geht's natürlich in der zweiten Bundesliga nicht. Auch wenn der Herr Behringer das auch noch gerne hingekriegt hätte. Ein, zwei tollen internationalen Spielern. Und da haben sie vor ein, zwei Jahren richtige Glücksgriffe getan mit zum einen Andy Pereira, wo man vielleicht befürchten konnte, naja, der ist schon langsam auf dem absteigenden Ast. Denkst du, der spielt noch einmal hammermäßig gut auf. Ein Kuba-Nationalspieler durfte daher auch an, glaube ich, zwei Olympiaden teilnehmen. Ein faszinierender, toller Spieler, Sportsmann und
vor allen Dingen auch ein Mannschaftsspieler, hat sich nicht nehmen lassen, der Kubaner, gestern hier in der Halle aufzutauchen, um seine Mannschaftskameraden zu coachen. Und der andere ist Piotr Fedorov, ein junger Russe, lebt sicherheitshalber aktuell mal hier. Den Krieg zwischen Russland und der Ukraine geschuldet. So, aber jetzt mal zurück. Erst an den Tisch. Denn das wäre ein ganz, ganz wichtiger Ball gewesen. Den ersten Satz haben sie nämlich verloren. Die Hildburgsteiner. Jetzt schaut es ein Tick besser aus, aber... Ja. Im Heimbringen von Sätzen, da hat vor allen Dingen im Einzel in der zweiten Bundesliga, wo das natürlich auch sehr, sehr schwer ist, Hannes Hörmann so einige Negativerfahrungen. Deswegen auch sein momentan nicht ganz standesgemäßer TDR-Wert. Ist hier nur an Platz 9 und ich glaube, die Startnummern und die Setzung ging nach TDR. Tolle Rückhand, modernste Sport. Der Daniel und dann hat er einen gefühlvollen auch noch. Hat er mir nichts geholfen. Und ja, schon etwas beruhigend dann dieser Ausgleich, denn wenn man im Doppel 2-0 hinten ist, wird es ganz, ganz schwer. Da kommen wir mal zur Family Rinderer. Also was Hildburgstein, werde ich jetzt mal flapsig sagen, als Verein in Bayern ist, nämlich ein Top-Jugendverein. Das ist die Familie Rinderer als Familie. Daniel war Schülerzeit, Jugendzeit, top in Bayern. Hat hier mal ein Spiel verloren gegen Mikey Hollow, da mal eins gegen Felix Wetzel, von dem man leider nur noch wenig hört, weil er in Österreich spielt mittlerweile. Aber der Daniel muss jetzt in der Erwachsenenklasse Fuß fassen, war da letztes Jahr Favorit bei der Bayerischen, hat dann aber im Halbfinale gegen Mikey Hollow verloren. Und an seiner Seite Jonas, einer von zwei Zwillingsbrüdern und natürlich spielen angeleitet von dem Ex-Tischtennisspieler Papa Rinderer. Die beiden auch Tischtennis. Jonas, so wie es ausschaut, der bessere von den Zwillingen. Und obwohl Daniel natürlich sehr, sehr ehrgeizig ist, auch im Doppel was zu gewinnen, hat er sich hier dazu entschlossen, mit seinem Bruder zu spielen, der vielleicht vom TDR-Wert zumindest den niedrigsten hat in dieser Viererrunde. Sie aber hervorragend hält, die führen nämlich schon wieder 4-0 offensichtlich oder möglicherweise entweder Start verschlafen oder ich bin das ja immer gerne ins Spiel, die schlechtere Stellung, Fragezeichen, wäre insofern gar nicht mal so schlimm, wenn man dann in einen Entscheidungssatz käme und in der zweiten Hälfte die gute Stellung nutzen könnte. Aber bei den kurzen Elfersätzen läuft da schnell mal irgendwas schief.
wenn wir früher bis 21 gespielt haben, war die richtige Stellung im Doppel und allen natürlich im Mixed und spielentscheidender Bedeutung. Wenn ich da eine Gegnerin hatte, die meinen Schnitt nicht lesen konnte und meine Aufschläge, dann konnte man schon mal in den Entscheidungssatz bis 10 weit hinten liegen. Manchmal 10, 4, 10, 3. Und zuversichtlich sein, dass man trotzdem noch gewinnt. Das ist nicht mehr so, zumal die Damen da auch aufgeholt haben, was den Umgang mit Schnitt und Schnittvariation und Rotation und Spin, Sidespin angeht. Aber vielleicht ist es gar nicht die Stellung, vielleicht war das einfach ein verpasster Start. Ich kann jetzt nur hoffen, dass sich mein Eindruck nicht bestätigt, weil ich habe so das Gefühl, Hannes Hörmann hatte gestern einen ganz, ganz großen Tag, habe ihn selten so souverän spielen sehen. Aber der Sonntag im fremden Bettel, da gibt es immer so ganz besondere Geschichten. Der eine hat gut geschlafen, der andere hat weniger geschlafen. Der andere war bei der Players-Party bis Mitternacht und ist trotzdem topfit. Der andere ist früh ins Bett. Aber unruhig. Geträumt. Ja, 6-6 und Daniel Rinderer ist nicht zufrieden. Und er zeigt das immer an der Körpersprache. Ersten Satz gewonnen, im dritten Satz hervorragend ins Match gekommen. Und jetzt steht es tatsächlich 7-6 für die Hibberer. Das Spiel droht zu kippen. Deswegen die Auszeit. Oh, der war ein bisschen lasch, aber Daniel entschuldigt sich, also kann da ein Kantenball schuld gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen. Da kann man spekulieren, ob das glücklich war. Störballwiederholung. Boah, toller Ballwechsel, vielleicht der schönste bisher. Und Jonas Rinderer will den veredeln. Mit einer krachenden Vorhand, die dann allerdings über den Tisch geht. Ja, also ich sehe da beim Hannes Unsicherheiten, die schlimme Erinnerungen in mir wecken. Ich hoffe und bete, dass ich mich da täusche. Viele Bälle, die er gestern souverän auf den Tisch gespielt hat. Jetzt ist er wieder da mit einem tollen Punkt. Ich behaupte ja nach wie vor, er spielt am stärksten, wenn er Rückstände aufholen muss. Und etwas verzagt und ängstlich, wenn er relativ sicher fühlt. Kommentiert ja selbst. Auch das eigentlich ein Ball. Den hätte er gestern noch mit geschlossenen Augen gespielt.
Ich will da nichts verunken. Der war dann wieder spitzenmäßig und vor allen Dingen wichtig, denn er bringt, was am Anfang des Satzes gar nicht zu erwarten war, den ersten Satzball zum 2:1 für Hüppelstein. Missglückter Überkopfschlag von Matze Danser. Na, das war kein einfacher. Sehr schlecht gestanden. Durch gute Platzierung der Gegner. Also es wechselt hier Licht und Schatten. Bälle, die man nicht unbedingt machen muss, und dann aber wieder Bälle. Wo man einfach nur staunen kann. Ja, und das war wieder der, den man nicht unbedingt machen muss, den er aber kann. Ganz bestimmt spielentscheidende Phase. Kampfschupfen nenne ich sowas immer, aber natürlich auch ein bisschen glücklich durch die Netzberührung. Extrem viel Unterschied auf die tiefe Rückhand. Schwächelt da jetzt der Matze zur Abwechslung mal. Also das sind natürlich immer Bemerkungen auf sehr, sehr hohem Niveau. Das sind alles Bälle, die man nicht treffen muss. Keine Pflichtbälle, aber die sie eben im Repertoire haben. Aber den allerdings muss man machen, obwohl er natürlich sowohl unangenehmen Schnitt hatte, als auch ein bisschen kurz war. Der gute alte Stoppball aus den 60er, 70er Jahren. Wäre aber auch nicht einfach gewesen. Gut bewegt, Matze Danser. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht, dass damit endgültig der Satz weg ist. Dann hebt er den so noch aus der Beuge. Gegner nicht richtig drauf eingestellt. Vermeintlich leichter Fehler. 13:13. Ja, es läuft nicht ganz. Wie gesagt. Und jetzt ist es sogar der Matthias, der auch gestern schon nicht mit sich zufrieden war, was immer das heißen mag. Der hat ja hohe Ansprüche. Also, wenn ich etwas befürchten muss, dann ist es das, was eventuell sich als das Problem in dieser Paarung herausstellen dürfte. Dass da immer einer gerade mal eine Serie nicht trifft und der andere trifft gut und umgekehrt. Das kann in beiden Richtungen losgehen. Entweder, dass man Sätze, die man gewinnen kann, verliert, weil gerade der Partner nichts trifft. Oder Sätze gewinnt, die man eigentlich verlieren müsste, weil der Partner riesig spielt. Wie auch immer, große Tischtennisphilosophien. Jetzt wird es eng. Und ich wollte ja eigentlich die Frage stellen, habe ich sie schon gestellt, ist das das Doppel der Zukunft?
Bislang muss man noch skeptisch sein, aber die beiden haben noch genügend Zeit, sich aufeinander einzustellen. Fortsetzung im nächsten Clip zu googeln unter Rinderer, Rinderer gegen Hörmann, Danzer.